Du musst wissen, diese Löcher, die hier überall drin sind, die sorgen für Antiluftverwirbelung. Ah, also es wirbelt die Luft rein und nach oben direkt raus und weg quasi. Sofort, ja. Ach, krass. Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe heute den Konsti als Verstärkung dabei. Wir haben gesehen, die Shisha-Modi hat endlich mal wieder ein Video hochgeladen und das gucken wir uns auch einfach mal direkt an. Hallo und Shisha la Visha. Shisha la Visha. Ich darf euch heute mal wieder ein Unboxing-Video vorstellen von der Firma Shisha Galaxy zur Verfügung gestellt. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Das ist auch wirklich einfach geil, diese Einblendung mit Werbung. Ich finde es genial. Ey, ohne Scheiß, da muss ich kurz erzählen. Also, Tanja wurde eingeladen. Ich habe Tanja gefragt, so, hey, Shisha-Modi, hast du Bock, im 12-Stunden-Stream vorbeizukommen? Shisha-Modi hat sich sehr gefreut, hat gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall am Start. So, dann hat sie das in ihrem Stream announced. Ja. Und dann hat sie, weil sie das nicht kann, technisch mit so Einblendungen und so Text und sowas, hat sie hinter sich auf einen Stuhl ein Schild gestellt. Echt jetzt? Hat da ein Laken oder sowas drüber gehängt und hat dann irgendwann darüber erzählt und hat dieses Laken runtergezogen. Cool. Und dann stand da so Samstag im 12-Stunden-Stream bei SWG. Das war richtig, richtig sweet, ey. Das hat mich mega gefreut. Noch original verpackt. Ich habe nur meinen Aufkleber runtergerissen. Also es ist noch wirklich zu. Man beachte natürlich auch wieder meine tolle Werbung. Sehr kreativ, wie ich ja wieder bin. Genau, also lasst uns mal das Paket öffnen. Ich bin gespannt, was da alles wieder rauskommt. Ist ja wirklich nicht arg klein, das Paket. Nee. Schaut mal. Echt nicht klein. Also wirklich groß und doch ein bisschen Gewicht. Ich lasse mich wieder überraschen, es ist ja wieder wie Weihnachten. Ich freue mich. Also, lasst uns anfangen. Gut, dann fangen wir doch mal an. Und was sagst du, ist eine Pfeife drin? Ja. Ja? Ich sag ja, für die Paketgröße. Ja, schon, oder? Also es wäre lustig, wenn nur ein Kopf drin wäre, so als Gag, aber es wäre schon mega fies. Das wäre echt wild, ja. Das kann ich jetzt nicht wieder runterklappen, weil das ist meine Werbung weg. Aber ich mach's einfach so. Die Werbung finde ich so genial, ich feiere das. Es wäre so gut, wenn sie irgendwas hingestellt hätte, sodass sie hier dieses Werbungsschild hinhängen kann. Aber ich finde es halt cool. Sie weiß sich mit den einfachsten Mitteln zu helfen. Ja, ja, ist echt so. Mega. So, okay, sie kann das nicht umsetzen technisch, aber sie weiß immerhin, wie sie es dann macht. Ich finde es so, sie lässt sich halt was einfallen. Und wie geil ist denn dieser Gag mit diesem Schild, bitte? Ja, ich finde es super. Ist legendär. Und weg damit. Probleme. Und hier hängt Schild. So, dann wollen wir nochmal anfangen. Das ist gleich, gut gepolstert auf jeden Fall schon mal. Oh. Erreicht ist ein Glasschlauchset. Was eine krasse Verpackung für ein Glasschlauchset. Das ist ja heavy, oder? Auf jeden Fall. Du siehst ja auch schon das Glasmundstück. Siehst du ja in der Mitte. Ach, man kann die... Ja, warte. Packen wir uns lieber mal hier hin. Dann seht ihr auch hier die legendäre Werbeeinblendung. In Pink. Die Farbe ist ja richtig knallig. Freue ich mich. Glas, ihr wisst, habe ich ja immer so meine Probleme. Aber ich werde es probieren. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Glasmundstück-Set. Glasschlauchset. Wow. Das wird laut. Die Farbe, die knallt. Schaut euch das mal an. Okay, auf jeden Fall sehr, sehr gut verpackt, würde ich sagen. Also in dieser Farbe. Aber ist ja auch ein Glasschlauch, ne? Schlauchset wird man auf jeden Fall gesehen. Das ist von A und O. Könnt ihr euch bestellen. Sogar der Adapter da unten ist aus Glas. Okay, Glasschliff ist auch sehr nice. Verpackt. Das ist eine Farbe, oder? Boah. Ich finde sie nice. Die leuchtet in den Augen. Und die wird zu meiner neuen Aeon passen. Stabiler Schlauch. Das ist jetzt kein billiger, dünner Silikonschlauch. Also der fühlt sich wirklich sehr, sehr cool an. A und O. Glasmundstück. Mach mal die Kerne nach unten. Geht nicht. Nee, ich habe es auch schon gelesen. Wie Sie sehen, sehen Sie dann nichts. Dann müssen wir halt kurz umbauen, wenn ihr echt... wenn ihr oben rechts sehen, warte mal, wir können. Ja, so geht's. Ich habe ein bisschen Probleme mit Glasmundstücken, aber ich bin jetzt echt gespannt. Also ich safe. Es passt
sitzt, also das hasse ich auch jedes Mal drauf gesteckt und ja, muss ein bisschen Wasser drunter machen. Das merke ich schon. Aber vor lauter Aufregung möchte ich es jetzt nicht gleich schon am ersten Mal kaputt machen. Schaut mal, das Wow. Riecht sogar nach vorne. Vorne abgeflacht. Magst du oder nein, magst du nicht? Mag ich nicht. Okay, gar krass. Nicht. Ich hatte nämlich ein leicht abgeflachtes und ich finde es eigentlich ganz nice. Der Nachteil ist, man muss halt manchmal sein Mundstück dann so ein bisschen drehen, dass man es richtig am Mund hat, weil hochkant ist natürlich ziemlich kacke. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Das ist mal was anderes. Es ist ungewohnt, komisch, auf jeden Fall. Aber als ich mich mal dran gewöhnt habe, war es dann eigentlich okay. Aber danach war es dann natürlich wieder so, ja, fuck, jetzt ist es wieder weg. Ja. Einmal getestet. Das in der das ist das vorne so rot? Ja, ja. Cool. Da bin ich mal gespannt. Cool, von A und O. So, dann geht's weiter. Und weg ins nächste. Was war das denn? Weil so laut ist. Dann kommt noch mal rein. Eisbazooka für den Sommer. Was ist deine Meinung zu Eisbazookas? Ich hasse die Dinger. Ja, ich mag die auch nicht. Die sifft nur irgendwann das ganze Wasser runter und das ist eh nur eine Viertelstunde kalt. Dann platzt die hier außen die Hülle irgendwo und alles. Ja, ja. Und, oder nicht nur die Hülle, sondern am Ende noch das Pack. Ja, das ist unglaublich. Wie gesagt, ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit der Eisbazooka. Ich halte die dann schon ganz da unten und trotzdem fließt mir dann durch meine Wärme dieses Wasser in den Schlauch. Ich habe mir das irgendwie wieder abgewöhnt. Patrick, moin moin. Ich tue mir jetzt anstatt des lieber Eiswürfel in die Bowl. Hält auch gut und lang kalt. So, da kommt eine Karte. Okay. Dann haben wir hier Der Fummel. KS Apo Funnel. Fummel. Ja, sicher? Heißt Fummel. Wie heißt der Kopf? Fummel. Ah. Schaut mal, wie spricht man das wieder aus? Ihr wisst, ich habe meine Probleme damit. Ein kleiner, süßer Kopf. Bin mal gespannt. KS Apo kenne ich eigentlich nur. Du bist echt geil. Guck mal, der steht da hinten, beziehungsweise liegt. Der ist sehr, sehr klein. Auf einer großen Pfeife sieht das kacke aus. Aber auf einer kleinen sieht es dafür umso besser aus. Passt viel besser. Ja. Meinen Steinköpfen mit Sieb drin. Aber Pfanne von KS Apo habe ich auch noch nie gehabt. Dann kommt ein Kopf von Arena. Sehr, sehr gut. Das ist auch ein Funnel. Ja. Der Arena. Ja, ich glaube, es ist der Arena. Oh, nice. Das sieht hübsch aus. Funnels, zu also, ohne Witz, ich muss es nochmal sagen: Die neuen Köpfe von ATH sind einfach Killer. Ja. Die sind wirklich saugeil. Ja, auch ein Funnel. Auch was Neues. Ich glaube Stein und Schamottstein, Ton und Schamottstein. Ja, Schamott ist es. Finde ich das schon mal. Ich habe mir vorher schon mal gelesen, was so auf an Köpfe auf dem Markt ist. Aber ich denke, so wie ich denke, ist der Ton und Schamott. Da kommt noch ein Saphir. Oh, ein Sapphire, nice. Die siehst du selten. Ja, die sieht man wirklich zu selten. Weil es sind eigentlich Low Budget, also mittlerweile gute Low Budget Funnel. Das ist der Number 5 Prime. Mhm. Okay. Der ist wirklich nice. Hatte ich noch nie. Tatsächlich war mein erster Kopf ein Saphir Kopf. Ja. Welcher? Der Funnel, der klassische. Ach cool. Ja, das war mein erster Kopf damals, als noch jeder Alufolie geraucht hat, weil es nichts anderes gab. Wie ihr hier seht, hier oben ein Rand und hier unten ein Rand. Ich glaube, das Tabak-Tubo ist da unten. Aber das wird ausprobiert. Ihr wisst ja, ich benutze keine Steinköpfe mehr. Ich benutze ja nur noch Funnels. Und jetzt habe ich ja wirklich wieder eine super Auswahl. Nicht schlecht. Der ist von Saphir Tabakkopf Hookah Bowl. Da steht Hookah Bowl. Drauf, handgemacht. 60 Minuten soll man damit rauchen können. Das wird ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt deswegen alles auch der so Fun. Seht. Ich sehe das gar nicht. Das ist ja schlecht. So. Ich muss halt die Eisbowl zurück machen. Ah, die Mutti auch immer mit Regieunterstützung. Oh, wenn ich das sehe. Dann ein Windschutz für Kohle. Eher ein Kohlegitter. Im Garten. Im Moment hat es ja ein bisschen geregnet, aber bei diesen ganz, ganz trockenen Temperaturen ist das ja sehr, sehr sinnvoll. Bei trockenen Temperaturen kommt es. Keine Marke drauf und wem vor allem, es hält den Wind unglaublich ab. Ja, sehr. Der Kamm läuft durch sehr kleine Lücken. Ja, du musst wissen, diese Löcher, die hier überall drin sind, die sorgen für Antiluftverwirbelung. Ah, also es wirbelt Luft rein und nach oben direkt raus und weg quasi. Sofort, ja. Ach, krass. Es sorgt noch für einen präzisen und genauen Luftsog, der die Kante von dem Kalut original und perfekt streift. Ach, nice. Ja. Also du kannst die jetzt regulieren. Ja, ja. Du musst halt drehen.
Mit dem Drehen ja. stellst du dann ein, wie viel Luft nach innen und hoch zieht. Und oben und unten, weil da sind ja die quasi Erdbeeren. Du kannst ihn natürlich umdrehen, ja. unterschiedlich, dass ich rein oder raus du kannst ihn, wenn du ihn umgedreht draus sitzt, musst du allerdings aufpassen, dann lenkst du die Luft ja nach unten. Genau. Aber dann musst du aufpassen, dass er nicht abhebt. So, hup, weg ist er. Also, ja, so, so ist das. Thermik nennt sich das. Thermik, ne? Thermik, klassisches Thermik. Also wer das nicht kennt, das kommt dann auf den Teller und da kommt dann der Kopf rein und die, oben das Kamin oder der Kalutaufsatz oder wie auch immer. Und dann kommt es so rein und die oben das Kamin oder der Kalutaufsatz oder wie auch immer. Und dann kommt es so drüber und dann kann die Kohle nicht runterfallen. Das ist auch eine ganz, und ganz feine Sache. Ja. Dann haben wir Schmand weg. Klassiker. Ich schon gehört, da kann man die Bowls mitputzen. Ihr wisst, ich benutze ja die Kubident-Tabletten und lass es über Nacht einwirken. Ich habe was Kubident davon hält, dass ihr Tabletten nicht mehr für Gebisse oder für Shishas nutzt. Irgendwann nennen die oben den Shisha-Dent. Wahrscheinlich. Gucken, ob es funktioniert. Machen wir mal. Moin Klausi, nice, dass du am Start bist. Riecht nach gar nichts. Riecht nach Plastik. Ist aber Pulver drin. Wie man das benutzt, muss ich nachher lesen, weil... Nicht löffeln. Schaut euch mal die kleine Schrift an. Einfach also randvoll in den Kopf rein, Smokebox drauf, ne, der gute Kalut und let's go. Nee, rein, lauwarmes Wasser in die Bowl, bisschen Schmand weg mit rein, so ein Löffel oder so, umschütteln, kurz stehen lassen, dann mit einer Bürste hinterher, dann ist wunderbar. Ganz schön klein geschrieben, 2 Teelöffel in circa 8 Klausi schreibt Grüße an Konstantin. Warmes Wasser, Grüße zurück, Klausi. Die Pfeife geben, gut schütteln, nach 5 Minuten einwirken lassen. Bei starken Verschmutzungen länger. Mit kaltem Wasser gut und klar ausspülen. Kontaktaugen vermeiden, ganz klar. Also genau. Das probiere ich immer mal. In die Augen packen, das gute Zeug. Ergebnisse bekommen, wie natürlich mit meinen Kubident blauen Kapseln. Ihr wisst ja, dass ich die benutze. Wow, also ich sehe da noch ganz, ganz tolle, viele Sachen. Oh ne, ja. So ein billig One Smoke. Dann haben wir mal ein Cäsar. Eine One Smoke Box. Schmeckt also gar nicht. Kühlchen. Das ist so, schwarz. Weißt du, das sind so die Sparbrötchen unter den Shisha-Rauchern, die dann sagen, ja, aber ich kann mit einer Kohle rauchen. So, ja, aber du kriegst keine nice Ergebnisse und du kannst auch nicht lange rauchen. Aber herzlichen Glückwunsch, dass du dir 10 Cent gespart hast. Und vor allem, du schmeißt die Hälfte des Tabaks weg, weil er nicht durchgeraucht ist. Ja. Vielleicht gibt es hier und da bestimmt 1-2 gute Setups. Irgendjemand, der sehr auf gut mit einem One-Smoke auf dem Hotshot RT oder sowas. Ja, bestimmt. Aber Leute, also dann, bevor ich mir auf Krampf irgendwie hier einen Hotshot RT mit so einem Ding mache, dann nehme ich mir lieber ein ATH Arena mit einer Smokebox und dann sind da halt 2 Kohlen drin statt eine. Das war damals noch letztes Jahr auch so krass, dieser Hype um den Octopus Plankton, Och. One Smoke und... Alles schrecklich, es gibt nur eine Smokebox. Ja. Ich weiß noch, als du das erste Mal hier warst, nachdem ich mir meinen Kalaut 1 Plus geholt habe, und du den probiert hast und ich dann deine Meinung wissen wollte und ich so, ja, also vielleicht sagt Konsti jetzt so, nee, ich bleib bei den Einser-Fakes, die natürlich ein Freund von ihm hat, nicht er. Ja. Und dann du auch so, nee, ich kauf mir einen, beste. Der ist besser. Ja. Der ist definitiv besser. Sehr coole Sache, ein schwarzes Matt. Schwarz, die verfärben sich auch. Hatte ich auch noch nie, bis jetzt hatte ich es immer nur in Edelstahl. Habe ich tatsächlich noch nie in Schwarz gehabt. Aber sehr die Farbe macht es dann auch nicht mehr. Das ist der Caesar 1 plus Nieres. Dann sehe ich noch ein Köpfchen. Oh. Nee, das ist gar keiner. Von ich dachte auch erst so Blago, aber es ist keiner. Na klar, von Da Vinci. Ein Da Vinci von, okay. Ein Knallgelb kommt da raus. Schaut mal den an. Oh, so finde ich ihn gar nicht hässlich, muss ich sagen. Also die Farbe gefällt mir gar nicht. Die Farbe ist nicht cool, aber es ist halt Geschmackssache. Köpfchen. Den habe ich in Orange, habe ich den schon hier. Ich auch schon. Mit ihm rauche ich aber nicht ganz so lange. So vielleicht eine Stunde, eine Dreiviertelstunde. Irgendwie geht er dann mir. Ja, weil er ist halt sehr, sehr tief. Und bis die jetzt unten ist, ist meist die Kohle schon aus. Aber den wirst du nachlegen müssen. Ja, denke ich auch. Wie man den länger raucht. So, dann haben wir eine Bürste. Kann man immer brauchen. Sieht ein bisschen aus. Naja. Sind die unten so breit? Ja, ja. Aber dann hier nochmal so ein Stück, dann kommst du doch wieder nicht nach unten. Ja. Ich finde es aber schrecklich, dass alles extra in Plastik verpackt sein muss. Ja, das ist wirklich das ist so unnötig. Corona. Oh, ich kann's nicht mehr erinnern. Habe ganz, ganz viele Mundstücke. Jetzt können sie alle kommen und können mit mir mitrauchen. Vielleicht kann man ja machen, Kopf an, willkommen. Mega coole Sache. Die kann man immer brauchen, wenn man Besuch hat. Emi Deluxe.
Wow, ein Mundstück von Emi Deluxe. Die sind echt gut, das muss ich sagen. Die sind teilweise sehr, sehr schön. Ich habe meinem Mann damals ja auch ein Mundstück von Emi Deluxe gekauft. Mit dem kauft er auch sehr, sehr gerne. Ha, genau, ja, das habe ich. Seht ihr, alles schön. Ich zeige es euch mal so. Alles toll verpackt. Ja, ja. Echt nice gemacht. Also ihr könnt auf jeden Fall gerne mal zu Shisha Galaxy auf die Seite gehen und da durchstöbern. Da findet ganz ehrlich, in dem gleichen Volumen könntest du unverpackt 10 Mundstücke locker verschicken. Mindestens, ja. Und das wirfst du alles weg. Das ist unnötiger Müll. Und zwar ist es auch teurer. Ja. Cool. Mundstück von Emi. So, was haben wir noch? Was ich zum Beispiel okay finde, ist so Kalaut. Ja. Weil es halt, da ist nicht viel mehr drumrum so. Richtig. Und klar, bei einer Shisha auch, ne? Ich sag mal, die muss auch gut verpackt sein, aber bei so einem Mundstück. Du musst ja auch einfach die Relation sehen. Die Pipe kostet 200-300 €, der Kalaut kostet 60-70 €. Was wird das Mundstück kosten, ohne das abzuwerten? 20? 12, 13, vielleicht 20 Euro. Ja, ich glaube mit der Verpackung und so. Ja, aber diese Verpackung, weißt du, das ist. Also ich würde es lieber für 18 einzeln kaufen, als für 20 in der Packung. Einen schwarzen Schlauch, das ist sehr gut. Ich müsste meinen nämlich mal wieder austauschen. Das passt mir jetzt gerade ganz gut, dass der reinkommt. Der kommt von Smoke. Einen schwarzen, matten von Smoke to you. Bin ich sehr glücklich, weil ich mag diese glänzenden nicht. Ich mag eher das matte. Passt. Das mögen wir perfekt. Alle ja. Kann ich dann gleich oder an den Emi dran bauen. Diese glänzenden sehen einfach nach billigen Mikrofonen aus. Dann haben wir noch diese neue Folie von Hookah. Savage. Savage. Ceviche? Man kennt sie, die französische Edelmarke. Ceviche. Ceviche. Das wäre die polnische Marke. Ceviche aus. Also ich habe mich erkundigt, weil ich habe schon mal die Folie und habe es dann auch falsch gesagt. Also, und die ist Moment 50 Mikrogramm und die anderen sind, glaube ich, entweder 45 oder 40 Mikrogramm. Ich glaube glaub 40 Mikrogramm. Ne? Und ich habe es schon Mikrometer geraucht, wo ich sagen muss, ich hatte das erste Mal wohl Fehler gemacht. Ich habe mir meinen Kopf gebaut, habe die Apple on top Smokebox drauf und da sind ja schon Löcher und die habe ich nachgestochen. Kann man und aber war machen. Dann nach 30 Minuten war der Tabak einfach nur nicht in der Mitte. So, dann habe ich mich erkundigt und gefragt, an was das liegen kann. Und dann haben sie gemeint, ich sollte vielleicht lieber mehr größere Löcher machen und nochmal probieren. Von was ich auf jeden Fall von der Savage begeistert bin, ist auf jeden Fall, dass sie nicht mehr so schnell reißt. Also die ist mir jetzt nicht mehr gerissen. Ja, aber das passiert dir eigentlich mit keiner wirklich guten Panzeralu. Also die Somo, die Rhino. Warum sie vielen reißt, ist, weil die Leute sie steil nach unten ziehen. Ja. Über die zur Seite spannen, nach unten befestigen. Richtig. Wenn ich das Köpfchen so gespannt habe und so runtergezogen habe. Genau, und genau da liegt der Fehler. Nicht mehr gerissen. Also diese paar Millimikrometer machen dann doch was aus von der Dicke. Also von daher war ich schon mal gespannt. Und kennst du die paar Millimeter bei der Alufolie? Hast du so einen Brocken hängen? Ganz im Hammer. Und die zerreißt sie beim Spannen. Maschallah, die Mutti hat Kraft. Da ist ja auch nur eine Alu, also so ein Alustück. Ja, das ist nur ein Alustück hier. Ein Stück. Genau, ja. Mit 50 Millimeter. So, dann haben wir hier. Die darf putzen. Ah, der gute Hookah Squeeze Cleaner, der ist gut. Ja, den habe ich auch. Schon? Von Hookah Clean? Du, ich finde es bescheuert, dass der nicht gut vorgekommen ist. Du machst in die Bowl. Echt? Ja. Ich finde es richtig, ich mache den nicht noch in die Bowl. Du machst den noch rein. Ich sprühe unten das Tauchrohr, das im Wasser hängt. Ich sprühe in den Schlauchanschluss. Ich mache meinen Kohleteller ab oder sprühe noch in den Schlauchanschluss oben rein. Okay, also ich finde es sehr praktisch. Okay, so habe ich nicht nachgedacht. Also wenn ich meine Pfeife richtig sauber mache, sprühe ich oben ein bisschen rein, in den Schlauchanschluss, unten an die Base so ein bisschen. Überall, wo halt was drankommt. Ich sprühe die einmal komplett ein, wasche das komplett ab und in die Bowl auch und dann lasse ich dann noch ein bisschen stehen. Na gut, so habe ich es nicht gesehen. Ich habe es immer nur für die Bowl gesehen. Ja. Und da finde ich es halt. Ich mach alles damit sauber. Das ist natürlich super. 500 Milliliter drin. Gar keine Chance, es zu lesen. Also im Moment nicht. Ich muss mir es vorlesen lassen oder doch eine Lupe nehmen, weil Muttis Augen sind dann doch nicht mehr. Naja. Süß. Okay, super. Also ihr seht, das Auswahl von Shisha Galaxy ist bombastisch. Ja, drei Köpfe, Panzano, Mundstück und ein Cleaner. Das leuchtet ja brutal. Es ist wirklich krank pink. Das ist da vorne so. Fluch ist sie mitbringen. Heißt das so? Naja. Gut, dann haben wir das letzte. Das hört sich ja cool an, ich sag's doch. Coole Korb. So der Standard von Aladdin, oder? Ich habe auch schon einen. Kann man rausnehmen. Und das Körbchen könnte man sogar auch als Obstkorb nehmen. Also wenn man nicht unbedingt jetzt mit Kohlen schafft.
das Netzchen rein. Hunde, Wasser? Nein. Nee, ist nicht das, glaube ich. Ja. Okay. Also ich bin wieder sehr, sehr überrascht über diese Vielfalt, an diese Auswahl, was mir Shisha Galaxy da zukommen hat lassen. Da ist noch ein Umschlag drin. Noch eine Karte weg. Wie süß, schaut mal. Ein Umschlag. Ja, auch von Savage. Savage. Damit sie auch zwei Kisten bauen kann. Siehst du, ich sag doch, in der Verpackung ist jeweils ein Stück Alufolie. Also wenn ich jetzt nächstes Mal auf einen Geburtstag gehe oder irgendwie... Stimmt, ja. Sag, aber ohne Scheiß, für Shisha-Treffen und so ist das gar nicht so schlecht. Was einzelverpackte Alu-Stücke. Ja, du kannst ja dann einfach 3-4 Stück reinmachen. Wenn du jetzt weißt, du fährst heute Abend zum Kumpel und der hat keine Panzer-Alu. Und du willst Panzer-Alu. Stell dir vor, ich habe keine Panzer-Alu. Ja. Du kommst hier hin, du weißt, du willst einen 80 Feet mit Alufolie bauen. Dann packst du dir gerade 3-4 Stückchen Alu in den Umschlag rein und nimmst sie mit. Dann nehme ich mir einen stinknormalen Umschlag oder irgendwas oder falte die zweimal. Ja, okay, man kann sich da wohl auch anders helfen. Jetzt habe ich alles gesehen, Alter. Einzelverpackte Alu-Scheiben. Leute, ich bitte euch, kannst du ein 50er-Päckchen kaufen, ne? Ein Plättchen. Stimmt, das ist halt auch so ein Punkt, so das Volumen von dem Ding und von dem 50er-Päckchen. Na, das ist nicht so weit auseinander. Ja, geht, ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Hand aufs Herz. Würdest du jetzt hingehen und sagen, ich rauche beim Konsti heute einen 80 Feet, jetzt nehme ich meine Savage-Packung mit dem 50 Blatt, mache ein Blatt raus und packe es in die einzelne Verpackung von Savage. Ja, das würde ich machen. Why the fuck you lying? Nicht. Das ist also... Savage Schmidt. Coole Sache. Ja, definitiv. Braucht man. Okay. Muss man haben in seinem Leben. Dafür... Shisha Galaxy hat mich wieder wirklich toll verwöhnt. Oh, ich dachte, ich hätte schon meine Werbung. Also, ich verwöhnt. Ach, verwöhnt. Aber ich hätte echt gedacht, dass da eine Pfeife drin ist. Bei der Größe safe. Also, man muss auch mal fairerweise sagen, ne? So, jetzt hat Shisha Galaxy hier so viel Werbung bei der Mutti gemacht, ne? Ein Kohlekorb, der kostet einen 5er, das Mundstück, ein 10er, nochmal 5, nochmal. Die Köpfe, sagen wir mal, EK 30 Euro zusammen ja, oder 30, so. 35 Euro. So, dann sind das, was glaubst du, was sie der EK ungefähr an Warenwert geschickt EK, haben? Ich schätze mal 60 Euro. 60 bis 80 so, Euro. Und mit, sagen wir mal, 70 Euro. Und mit den 70 Euro, die er ihr geschickt hat, die er auch noch von der Steuer absetzen kann. Ja. Das heißt, er spart dadurch auch noch bei der Steuer. Das heißt, sagen wir mal, er hat einen effektiven Verlust an Geld von vielleicht 45 Euro. Hat er jetzt schon 2000 Menschen erreicht, plus nochmal die 800 bei uns. Ja. Das heißt, er hat 2800 Menschen erreicht. Das ist ja erst ein Tag online. Dann hat er für 45 Euro 2800 Menschen erreicht jetzt, bei denen er Werbung gemacht hat für seinen Laden. Also die Mutti muss eigentlich sagen, hier Kollege, da schickst du aber das nächste Mal bitte eine Pfeife mit. Ich sag mal auf der anderen Seite, ja, es geht auch um die Geste, aber es ist ein bisschen... Es ist Ausnutzen von der Shisha-Mutti. Mau in dem Moment. Also die Köpfe cool, auch cool, der Rest. Klar, die Sachen, die sie bekommen hat, finde ich auch ganz nice. So, das Mundstück ist auch mal ein witziger Gag. Ja, sie hat ja Fall. Eine Tochter. Ja. Vielleicht hat die Tochter, vielleicht ist es ja so Klischee-Mädchen, ich weiß, aber vielleicht hat sie ja Bock drauf auf ein pinkes Mundstück, dann wäre das ganz nice. So, kann ja sein. Aber just saying so, ne, das ist immer so ein bisschen. Mutti, du musst dich besser verkaufen. Ja. Sie will's ja nicht. Wieder super verwöhnt. Und Lee Clips, vielen Kuss Dank geht dafür. Raus. Danke fürs Abo. Dafür dürft ihr alle mal auf die Seite gehen und dürft da mal ein bisschen rumschmökern. Ich bin zufrieden. Ich probiere jetzt den ein oder anderen Funnel natürlich gleich wieder aus. Macht mir ja im Moment riesen Spaß, meine Funnels zu benutzen. Und die mega Kommentare von euch, dass ich den so toll gebaut habe, hat mich richtig nach oben gepusht und bin und bleib auf jeden Fall Funnel-Liebhaber. Nice. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Daumen-Abo würde ich mich freuen. Ihr wisst Bescheid. Instagram bin ich auch tätig mit Shisha-Mutti. Da dürft ihr mich auch finden und nette Kommentare da lassen. Freue mich mega. Shisha Lavisha, bis bald. Tschüss. Das war schon das neue Shisha-Mutti-Video.